dass es in der Politik Entscheidungen gibt, die gegensätzlich ja nicht sein können, das müssen wir schon länger hier hinnehmen. Aber dass zwei Ministerien so unterschiedliche gegensätzliche Dinge befürworten bzw. ablehnen, das ist schon etwas ganz Besonderes. Heute geht es zum einen um die Entscheidung von Svenja Schulze und zum anderen über das, was Karl Lauterbach vorhat. Und das schauen wir uns mal etwas genauer an. Herzlich willkommen, hier ist wieder Lil von Warum Punktkritisch. In diesem Video geht es tatsächlich um Entscheidungen einerseits des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und um das Bundesministerium für Gesundheit. Svenja Schulze, die Ministerin des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, haut ja Kohle raus ohne Ende in aller Welt für Projekte, die durchaus öfters mal fragwürdig sind. Darüber haben ja schon verschiedene Medien hier berichtet. Heute geht es um ein Projekt oder gleich mehrere Projekte, die Svenja Schulze hier für Ruanda finanziert. Und zwar geht es einmal um ein sogenanntes Gender Data Lab, also ein Labor für Gleichstellung der Geschlechter, die halt eben untersucht werden sollen. Und dafür macht sie mal locker 200.000 Euro frei. Soweit, so gut. Aber es gibt noch mehr, was hier Ruanda an Geld zur Verfügung stellt. Wir reden hier von 520.000 Euro. Und zwar geht es hier darum, dass gegen die toxische Maskulinität gearbeitet werden muss. Damit hier eine positive Maskulinität auch sich hier in Ruanda breit macht. Das ist aber noch nicht alles. Svenja Schulze haut zum kleineren Betrag, nämlich nur 73.000 Euro, dafür raus, dass hier die Weiterbildung traditioneller Heilerinnen und Heiler gefördert wird. Traditionelle Heiler und Heilerinnen können ja durchaus Positives bewirken bei ihren Patienten. Auch wenn es dafür gar keine wissenschaftliche Evidenz geben mag. Wer hat das schon mal untersucht? Wahrscheinlich niemand. Aber genau diese wissenschaftliche Evidenz, die ist für Herrn Karl Lauterbach, unserem guten Gesundheitsminister, von ganz entscheidender Bedeutung. Denn er hat nun verkündet, er wolle eine neue Regelung hier reinbringen, also einen Gesetzentwurf, wonach die homöopathischen Mittel und Behandlungsmöglichkeiten nicht mehr von den gesetzlichen Krankenkassen zu leisten sind. Mit anderen Worten, du stehst auf homöopathische Mittel oder findest homöopathische Behandlungen unheimlich gut? Tja, dann musst du das demnächst aus eigener Tasche bezahlen. Ach nein, Karl Lauterbach hat noch eine andere Möglichkeit. Man kann sich ja zusätzlich versichern. Gott nochmal, die Versicherungsbranchen müssen ja auch leben. Und jede Zusatzversicherung, die du bei denen abschließt, die ist gut für das Jahresergebnis. Hervorragend. Und Karl Lauterbach machte klar, dass Homöopathie als Kassenleistung keinen Sinn ergebe. Und wörtlich sagte er, auch den Klimawandel können wir nicht mit Wunschelruten bekämpfen. Die Grundlage unserer Politik muss die wissenschaftliche Evidenz sein. Dieser Satz ist von großer Bedeutung. Hätte er diesen Satz mal angewandt bei der letzten Pandemie? Ihr wisst schon, ne? Die Nummer mit den ganz kleinen Spritzen. Aber gut. Bei Homöopathie ist das natürlich etwas völlig anderes. Und er hat ja nur ein Ziel. Es geht ihm gar nicht ums Geld, es geht ihm ums Prinzip. Denn er sagt, die Grundlage dessen, was wir vergüten und empfehlen, muss der wissenschaftliche Standard sein. Alles andere müsse der Bürger selbst bezahlen. Bislang sei im Bereich der Homöopathie die Wissenschaft ignoriert worden. Und er betonte, die Krankenkassen sollten nicht Leistungen bezahlen, die medizinisch nichts bringen. Ihm geht es vor allen Dingen ja darum, das große Defizit bei den gesetzlichen Krankenkassen zu minimieren. Und er rechnet damit, dass man dadurch bei den Krankenkassen 20 bis 50 Millionen Euro einsparen könne. Also zwischen 20 und 50 liegen 30. Also wie kann er denn zwei so unterschiedliche Zahlen hier raushauen? Erster Traum sagte ihm 20 Millionen, zweiter Traum sagte ihm 50 Millionen, ich weiß es nicht. Also damit macht er sich nicht wirklich glaubhaft, oder? Und er kriegt natürlich auch Gegenwind. Und zwar tatsächlich von Unionspolitikern und auch von einem grünen Politiker. Wir hören uns mal die beiden Aussagen der beiden an. Hier geht es einmal um den Sprecher, das ist der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Tino Sorge. Er sagte,
Anstelle von grundsätzlichen Überlegungen zur Sanierung der Kassenfinanzierung verliert sich der Minister nur in Klein-Klein. Die Aussage machte Sorge gegenüber der Rheinischen Post. Und weiterhin sagt er, die geplante Streichung der homöopathischen Leistungen sei lediglich eine Nebelkerze, die von der offensichtlichen bisherigen Untätigkeiten dieser Legislaturperiode ablenken soll. Und ganz ähnlich äußerte sich der baden-württembergische Gesundheitsminister, das ist Manne Locher von den Grünen. Er gab ein Interview dem Tagesspiegel und darin sagte er, die Debatte sei angesichts der geringen Einsparmöglichkeit unangemessen. Und wörtlich, in dieser Situation diesen Konflikt aufzumachen, davor kann ich nur warnen. Viele Menschen würden der Homöopathie vertrauen, weil sie damit offensichtlich gute Erfahrungen machen würden. Hingegen sind die Kosten der Kassen für diese Leistungen marginal, also sehr geringfügig. Und das wissen wir alle. All jene, die schon mal homöopathische Mittel ausprobiert haben, die sind ja im Vergleich zu anderen Medikamenten wesentlich günstiger oftmals. Und auch der Apothekerverband sieht das ein bisschen sehr, sehr kritisch. Denn beim Apothekerverband heißt es, sie rechnen sogar mit einer Kostensteigerung. Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein, sagte der Rheinischen Post, die Kosten für homöopathische Behandlung als Kassenleistung sind im wahrsten Sinne des Wortes homöopathisch. Eine Abschaffung könnte aber dazu führen, dass alternative Therapien der Ärzte mit anderen erstattungsfähigen Arzneimitteln umgesetzt würden, die viel, viel teurer sind. Klar, wenn ich kein homöopathisches Mittel mehr leisten kann, sondern halt eben auf ein Medikament zurückgreifen muss, was von der Kasse bezahlt wird, dann handelt es sich natürlich in erster Linie um Arzneimittel der Pharmaindustrie. Und sind wir doch mal ehrlich, Lauterbach ist doch der beste Handelsvertreter der Pharmaindustrie. Oder seht ihr das anders? Der Einzige, der Lauterbach hier zustimmt, ist Andreas Gassen. Das ist der Chef der Bundesvereinigung der Kassenärzte. Und er sagt, es sei richtig, die Homöopathie als Kassenleistung abzuschaffen. Während jede neue Leistung, die in den Katalog der gesetzlichen Krankenversicherung aufgenommen werden soll, zu Recht einen umfangreichen Nutzennachweis durchlaufen muss, hat manche Krankenkasse gerne homöopathische Verfahren und Mittel, für die es keine ausreichende Studienlage gibt, im Sinne des versicherten Marketings angeboten. Was soll man denn zu dieser Aussage sagen? Also ganz ehrlich, was hat er gesagt? Während jede neue Leistung, die in den Katalog der gesetzlichen Krankenversicherung aufgenommen werden soll, zu Recht einen umfangreichen Nutzennachweis durchlaufen muss, etc. pp. Und dieser Nutzennachweis, der fehlte ja auch komplett während der letzten C-Pandemie. Im Gegensatz zu der C-Spritze sind homöopathische Mittel im schlimmsten Fall wirkungslos. Aber einen Schaden, wie die Spritzen, die während der Pandemie sehr umfangreich verabreicht wurden, sind homöopathische Mittel in der Regel nicht dazu geeignet, massive Schäden bei uns hervorzurufen. Also von daher ist das doch ein bisschen sehr tricky, was hier gefahren wird. Oder wie seht ihr das? Wir halten mal fest, es gibt, ob schon keine wissenschaftliche Evidenz vorliegt, eine Förderung für die Weiterbildung traditioneller Heiler und Heilerinnen in Ruanda. Und auf der anderen Seite wird hier in Deutschland gespart bei den gesetzlichen Krankenkassen im Bereich der homöopathischen Mittel. Das ist zumindest das, was Karl Lauterbach hier vorhat. Und ich bin mir sicher, bei der Trägheit so mancher Mitglieder im Bundestag, die vielleicht auch ansonsten eher ihr Handy benutzen, werden Sie das bestimmt auch wieder abblicken. Ich freue mich sehr auf eure Reaktionen und Beiträge und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wo immer ihr gerade seid. Bis auf ganz recht bald. Tschüss, eure Lil.